Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Ja, ein Hochdruckeinfluss und vor allem eine hohe Luftmasse dominieren heute das Wetter. Dazu gleich mehr. Jetzt schauen wir erstmal zu unseren Wettercamps nach Flachau und Sölden. Schnee auf den Bergen, vereinzelte dunkle Wolkenfelder machen sich da breit. Diese lockern aber im Laufe des Tages dann fast überall in Österreich Sonnenschein. Schauen wir uns nun die Großwetterlage in ganz Europa an. Und hier sorgt aktuell eine Kaltfront kommen aus dem südlichen Raum für Niederschlag. Unter anderem in Rom bei 17 Grad. Die Höchstwerte gibt es heute in Paris bei 21 Grad. Sonne pur in London als auch in Berlin bei jeweils 18 Grad. Was heißt das Ganze für Österreich? Von früh bis spät wird es heute oft mit ungetrübtem Sonnenschein sein, zum Teil auch windig. Die Höchstwerte kommen heute erneut aus Innsbruck bei 24 Grad. Salzburg werden bis zu 14 Grad möglich sein. Ebenso in Linz 14 Grad, Liezen bei 17 Grad. Blicken wir nun auf die 24-Stunden-Prognose für den Westen. Und da lacht uns auch direkt mal die Sonne entgegen. Bei Höchsttemperaturen bis zu 23 Grad. Die Sonne heute hier sehr konstant. Ja, und auch im Osten, da wird es heute freundlich. Die Temperaturen belaufen sich auf bis zu 16 Grad, also etwas kühler als im westlichen Raum, aber nichtsdestotrotz den ganzen Tag ganz viel Sonnenschein. Ob uns die Sonne in den nächsten Tagen erhalten bleibt, verrate ich in der 7-Tages-Prognose. Die Sonne ist auf jeden Fall bis Freitag noch vorhanden. Zum Wochenende schieben sich immer mehr Wolken dazwischen bei Höchstwerten bis zu 16 Grad am Samstag. Und das gleiche Bild zeichnet sich auch im östlichen Raum von Österreich ab. Bis morgen purer Sonnenschein, zum Freitag kommen vereinzelt die Wolken hinzu. Das Ganze streckt sich über das ganze Wochenende. Die Höchstwerte zum Wochenende am Samstag bei 9 Grad. Das waren soweit die Wetteraussichten. Wir machen jetzt hier eine kurze Werbepause. Dann gibt es hier alle Updates rund um das Coronavirus. Bis gleich.